erstmal, ich bin Julia und das ist der Chris. Moin. Und wir haben uns überlegt, wir drehen ein Video über die Story, die wir gerade schreiben, die geschichtliche. Und wollen euch ein bisschen darüber informieren. Wir wollen euch natürlich nicht alles sagen, aber so grundsätzlich auf jeden Fall mal. Ja, fangen wir erstmal an mit dem geschichtlichen Hintergrund. Das Ganze spielt erstmal in der Zeit so zwischen 100 und 200 nach Christus. Zur Zeit halt des Römischen Reiches, überwiegend in Britannien gespielt, also sprich in der ehemaligen römischen Provinz Britannia. Beziehungsweise auch nördlich davon, eigentlich spielt der meiste Teil davon nördlich. Ja, aber Römer kommen auch drin vor, ein paar. Beginnt tut unsere Geschichte in Germanien, wo der erste Hauptcharakter auch auftritt, welcher mit dem Namen Dorimer bekannt ist. Er war Teil einer germanischen Gefolgschaft, welche dann wiederum ein bisschen zerrissen wurde, weil drei von dieser Gefolgschaft in römische Dienste überging, in Auxiliareinheiten. In dieser Auxiliareinheit schaffte er es dann nach Britannien, in die zweite Legion, und dort war er dann an dem Hadrianswall stationiert. Die Charaktere, über die ich erzähle oder schreibe, sind einmal die Pikten Eife, die ursprünglich von der Insel Skye kommt, also eine Insel Pikten sozusagen ist. Dann haben wir den Skoten Alistair und wir haben weitere Charaktere wie Ednan, ein piktischer Druide, die kommen dann später in der Geschichte vor. Und Ildis hast du noch vergessen, Ildis eine der wichtigsten noch mit. Kommt auch ein bisschen später in der Geschichte vor, sie ist auch Skotin. Und um da mal ein bisschen was zu erklären, die Skoten, die damaligen, also die jetzigen Iren, es sind damals in Piktland eingefallen und haben sozusagen erstmal so ein bisschen Chaos angerichtet im früheren Schottland. Irgendwann wurde halt dann das Königreich Alba gegründet, also viel, viel später, durch die Skoten und die Pikten. Genau, und es ist... Ja, zum geschichtlichen Hintergrund wollte ich noch mal kurz mit anmerken, dass natürlich unsere Geschichte rein fiktiv ist. Ja, also die beschriebenen Schlachten haben wahrscheinlich nicht da stattgefunden, wir haben es aber auch so bereinigt, dass sie hätten stattfinden können. So, klar, wenn alle ins Meer geschmissen werden, ne, dann... Ja. Auf jeden Fall, die Skoteneinfälle bei uns sind natürlich noch vor den bisher überlieferten Skoteneinfällen in Piktland, aber die Skoten werden bei uns auch zurückgedrängt, also von daher muss da nicht wirklich viel zurückgeblieben sein von den Skoten. Richtig, es ist ja eigentlich aufgeschrieben, dass die Skoten erst so 200, 300 nach Christus erscheinen. Aber wir wollten, ich meine, es gab bestimmt einfach schon Bewohner davor auf dieser Insel und die wollten wir einfach unbedingt mit reinbringen. Und die halt dann langsam einfach in dieses Piktenland, in dieses Schottland einfallen. Ja. Und um da nochmal ein bisschen was zu erklären, ist Skoten heißen ja nicht umsonst Skoten, beziehungsweise Schottland heißt nicht umsonst Schottland, eben weil die Skoten dahin sind und also hier komplett alles überrannt haben und dann einfach Schottland sozusagen den Namen bekommen. Skotenland. Genau. Ja, so. Und ja, um die Charaktere zu beschreiben, Eife ist sehr eigenwillig, sie ist die stärkste Kriegerin der Insel Skye und eigentlich schon fast ganz Piktlands. Sie wurde ausgebildet von ihrem Vater, der ein sehr, sehr starker Krieger war und sie ist eben nochmal ein Tick stärker. Und sie haut auch einfach mal drauf, wenn ihr was nicht passt. Das ist einfach so, ne? Gerade ihr skotischer Begleiter spürt das sehr, sehr oft. Ja, also... Die Geschichte ist ja, sie wird sozusagen von ihrem Stamm verbannt, weil sie was Blödes angerichtet hat und muss dann so eine kleine Reise, sie muss halt auf Reise gehen und da möchte ich jetzt aber nicht so drauf eingehen, weil das ja, ich möchte jetzt nur oberflächlich darüber reden. Und sie trifft dann eben auf den Skoten Alistair und die zwei hassen sich am Anfang wie die Pest und wie man es so kennt, ne? Was sich neckt, das liebt sich. Und hasst sich trotzdem noch weiter. Richtig, da wird die ganze Geschichte über wird eigentlich nur gehasst und geliebt und wieder gehasst. Und so ein bisschen Persönlichkeitsstörungen. Ne? Aber cool. Genau. Ja, die bekannten Bösewichte der Geschichte sind natürlich dann die Römer. Waren halt wirklich keine feinen Menschen. Und ich denke, den Charakter haben wir ganz gut getroffen. Mhm. Gut, so wie der römische Legionskommandant dann am Ende ist, sind nicht alle Römer gewesen.
meisten nicht, denke ich mal. Mhm. Und ein paar wenige. Mhm. Aber so ist es auch gegeben haben. Wer Macht hat, kann sie missbrauchen und das tut er dann auch. Richtig. Darum geht dann eigentlich so ziemlich auch dann die ganze Geschichte. Sie müssen halt vor den Römern fliehen. Also der Germane Dorimer schließt sich ihnen an. Sie reisen in den Norden und finden da eigentlich sozusagen neue Verbündete für den Kampf. Der Kampf ist natürlich auch ziemlich spektakulär, aber das erzählen wir jetzt natürlich nicht. Hoffen wir doch mal. Ja, vielleicht finden wir es auch nur spektakulär. Ja, wahrscheinlich. Also ich fand es ja beim Schreiben schon ziemlich aufregend. Naja. Ja. Dann der Charakter, Alistair, frech, rothaarig, Skote. Skote, pack! Und frech einfach, ja. Unberechenbar. Ja, nicht wirklich, naja, der Schambolzen ohnehin. Nee, so ein kleiner Trampel. Dann haben wir noch Ildit, auch Skotin und ein bisschen emotionaler, aber halt auch eine tolle Kriegerin. Gut mit Pfeil und Bogen unterwegs. Aber auch so eine kleine Fettnäpfchen-Springerin. Ja, also Alistair und Ildit sind sich teilweise ziemlich ähnlich. Was sind halt beide Skoten, ne? Was bestimmte Sachen angeht. Dann haben wir noch den Dorimer. Auch ein sehr, sehr starker Krieger aus den germanischen Landen. War natürlich auch in seiner Gefolgschaft mit einer der Besten. Und ja, das spürt dann, glaube ich, immer mal der Alistair meistens mit. Dorimer reicht, habe ich das Wort wieder vergessen. Scheiße. Es kommt davon, wenn man zu viel Englisch spricht, dann vergisst man einfach deutsche Wörter teilweise. Deutsch ist nicht einprägsam, Leute. Nein. Sprecht nicht so viel Englisch, dann ist die deutsche Sprache bald vergessen. Dorimer ist so ein Mensch, der weist halt alles da immer zurecht. Ja? Er sagt halt immer, was richtig ist, was falsch ist, wie so ein Sohn eigentlich. Ja? So kann man das sehen. Ja gut, er muss ja schon ein bisschen auf ihn aufpassen, ihn ein bisschen trainieren, weil die Kette reißt am schwächsten Glied, ne? So kann man es aussehen, genau. Ja, und dann haben wir natürlich noch den Ednan. Und Ednan ist ein gut aussehender, nackter Pikt. Den sie geschaffen hat? Der die Kunst. Wir haben die alle geschaffen. Die gab es doch nicht wirklich. Ich habe Dorimer. Du hast die anderen Nackten. Naja, es ist bekannt, dass die Pikten und auch die Kelten halt nackt gekämpft haben. Ne? Mit so ein paar Symbolen. Naja, auf jeden Fall, Ednan ist ein Druide. Er studiert die Druidenkunst und Magie. Und bemalt sich halt mit Weid, also das ist eine blaue Farbe, die aus Pflanzen geschaffen wird. Und die bemalen sich halt vor jedem Krieg sozusagen, vor jedem Kampf mit diesem Weid, mit diversen Tiersymbolen und anderen magischen Gedönssymbolen. Und genau, das ist Ednan. Ednan hat er wirkt sehr, sehr anziehend auf die Damenwelt, sagen wir es mal so. So viele Damen kommen mir gar nicht vor. Naja, gut, aber das ist halt jetzt so diese allgemeine Beschreibung. Sie weiß ja, wie er aussieht. Träum. Nein, genau, also das war's dann auch schon, oder? Mit den Charakteren. So ziemlich, ja. Bronius haben wir noch. Gut, der kommt von mir. Mhm. Der römische Kommandant. Mhm, der kommt von dir, genau. Er ist leicht sadistisch veranlagt und... Nur ganz leicht. Wir wissen es ja nicht, wir müssen noch zensieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da teilweise die Stellen durchgelesen, die er geschrieben hat mit Du wolltest brutal haben. Und es war gut, aber ich habe mir gedacht, nee, also da müssen wir echt nochmal was machen. Das war dann zu heftig. Erst möchte sie es richtig brutal haben und dann schreibe ich was und lass es sogar schon nicht ganz so ausschweifen oder ausarten, aber es war trotzdem doch zu viel. Ja, die Frauen halt, ne? Genau. Zart beseitigt. Auf jeden Fall... Ja, der kommt. Kaldan kommt auch noch vor. Kaldan ist so ein bisschen so ein Arschloch. Er ist Pikte und geht so ein kleines Bündnis mit Eife ein. Und im Endeffekt ist er aber so ein bisschen wirklich scheiße drauf. Und Dorimer zeigt es ihm dann. Auch Dorimer kann den Leuten den Kopf verdrehen, ja. Ja, das war's dann mit der Charaktervorstellung. Das war soweit mit der Charaktervorstellung, definitiv. Wir können vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, wie sah es denn überhaupt damals in Britannien aus. Ihr kennt wahrscheinlich den Hadrianswall nicht. Wenn nicht, dann müsst ihr mal googeln. Aber das war so die Grenze des Römischen Reichs im Norden. Fängst du an? Hm?
Das war die Grenze im Römischen Reich, also im Norden. Und von nördlich davon war natürlich das Land der Pikten, beziehungsweise noch einzelner keltischer Stämme, die halt nicht so wollten, wie die Römer wollten. Und ja, die Römer haben dann später nochmal ein paar Expansionsversuche in Norden gemacht, haben nochmal einen Antoniuswald gebaut. Das spielt leicht auch mit an in dieser Geschichte, weil da gab es halt schon die Expansionsbewegung in den Norden. Und darauf bauen wir eigentlich auch mit auf. Mhm. Beziehungsweise gibt es da noch persönliche Sachen, warum die Römer in den Norden gehen, was gerade mit den Legionskommandanten zu tun hat. Genau, und das ist einfach so, dass mich das Volk der Pikten sehr fasziniert, weil man einfach im Grunde wirklich wenig über diese Menschen weiß. Man weiß viel, viel mehr über die Kelten, aber so die Pikten, man weiß, es wurden ja Steine gefunden, Steinkreise, ja, und diese Steine wurden immer irgendwie mit, ich weiß nicht, mit Symbolen, da wurden Symbole eingemeißelt und viele wissen, oder eigentlich weiß keiner, was diese Symbole eigentlich wirklich bedeuten. Das ist halt ein Rätsel und das ist halt das Faszinierende so. Wenn man schon in Schottland war, dann kann man sich da auch gut reinversetzen. Einfach, wenn du diese Klippen siehst und du hast den Nebel um dich rum und du bist eh so an dieser Geschichte interessiert, dann ist das fantastisch. Dann kommen dir auch Ideen und was könnte so gewesen sein und wie, was, wo. Und sie graben ja immer noch und suchen und hier Insel Orkney, das ist ja eine riesen Tempelanlage, die gefunden wurde. Und ja, also es ist auf jeden Fall ziemlich interessant und dann haben wir uns halt gedacht, ja, bauen wir das halt einfach in eine Geschichte ein. Genau. So. Na gut, du willst Pikten, ich würde Germanen. Naja, aber die Kombination macht es ja irgendwie aus. Ne? Richtig. Ja. Aber gut, durch die Auxiliare ist es halt eine sehr plausible Schlussfolgerung, dass wirklich ein German auch mit da hochgekommen sein könnte. Mhm. Genau. Aber wir haben da schon kein Fantasiewerk gemacht, das hat schon irgendwo auch historische Hintergründe. Es hat historische Hintergründe. Historische Hintergründe. Die Schotten. Aber das ist eher amerikanisch. Ja, stimmt. Aber natürlich kann man nicht alles wissen und deswegen haben wir auch so ein bisschen natürlich unser eigenes Ding mit reingebaut. Logisch. Kreative Freiheit. Wichtig. Und ja, also es ist jetzt, wir haben heute noch einen langen Tag vor uns. Heute ist nämlich das Dark Easter Metal Meeting in München. Und wir sind alle super fit, nicht? Und müssen aber später fit sein und deswegen, genau, also wir wollten euch da jetzt einfach mal ein bisschen drüber berichten. Wir schreiben jetzt erstmal den zweiten Teil weiter. Genau, der erste ist soweit fertig, er muss bearbeitet werden und eventuell, wer Interesse haben sollte, wenn wir fertig sind. Ja. Genau. Machen wir euch gut, danke. Okay. Also dann. Ciao. Ciao. Fimperes. Nein! Du Arsch! Mach's weg! Nein, kommt alles mal rein. Ich mich setze. Au, ein Arsch! So, wir sitzen. Geht's ihm auch gut? Okay, hallo! Hi! Chris. Und Jule. Und du sitzt so weit unten. Sorry, ich bin auf dem Boden. Ein Hund. Du? Darüber berichten, dass Chris einen neuen Hut hat. Können wir gleich nochmal von vorne. Ja, jetzt passt, aber jetzt bist du zu weit oben. Ich steh mal auf. Alte Frau ist kein D-Zug.